Hey ihr Lieben, oh la la, ich habe so Freude, ich stehe hier gerade mit dem Gottfried Prinz. Das muss man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen, Gottfried Prinz, dieser Name. Er hat das Buch Die drei Wege des Lebens geschrieben. Er wohnt hier in Kärnten und es ist so idyllisch hier. Und er ist auch der Herr Dattelbär. Und mit der Living Earth und dem Manifest der neuen Erde begleitet er uns im Moment als Coach auch. Und du begleitest Firmen, du hilfst die Firmen sich strukturieren. Mhm. Und du bringst Datteln zu den Menschen und Schokolade. Die sind die feinsten, die man wahrscheinlich je überhaupt essen kann. Ja, das ist eine spezielle Sorte aus Saudi-Arabien. Und wir haben einen eigenen Prozess beim Ernten. Das heißt, die werden direkt von der Palme gepflückt, sofort tiefgefroren. Das heißt, frei von Schwefel, irgendwelchen Behandlungen. Und darum sind die so extra weich und soft und haben eine ganz feine, karamellige Note. Und die kann man bestellen? Die kann man bestellen, genau, beim Dattelbär. Ja, und das ist auch, also ich finde, das ist jetzt ziemlich günstig, oder? Also was kostet so einer? Die Box ist jetzt bei knappen 17 Euro, so ein Dreiviertel Kilo. Und mit dieser Rohware, mit diesen Sukari-Datteln, machen wir dann solche Produkte wie zum Beispiel Dattel-Schoko mit nur zwei Zutaten. Das heißt, eine Dattel aus Saudi-Arabien und eine Kakaobohne aus Peru, nothing else. Und das ist wirklich purer Genuss und man kann damit guten Gewissen gesund naschen. Und von, also wer sind die Bauern, die das anbauen? Kennst du diese Person? Ja, wir waren jetzt gerade wieder in Saudi-Arabien, wir waren auf der Farm, wir haben die besucht, wir haben auch Partner unten, Geschäftsfreunde unten. Und da ist auch nachhaltiger Anbau, also ist alles biologisch bei uns. Da sind wir nicht Vorreiter in Saudi-Arabien mit unseren Projekten, die wir dort unterstützen. Und den Kakao beziehen wir über den Zotter, unseren Geschäftsfreund Josef Zotter und seiner Familie. Und da werden auch, das sind Kooperativen, die diesen Kakao anbauen. Das heißt, da werden tolle Projekte unterstützt vor Ort in Südamerika. Und wir zahlen zum Beispiel auch für den Kakao das Dreifache aufs Kilo, wie zum Beispiel große Konzerne, die ich jetzt nicht nennen will. Das heißt, wir unterstützen da mit dem, was wir einkaufen, die Menschen vor Ort. Es ist fantastisch und so fein. Also wirklich mit gutem Gewissen kann man da wirklich naschen. Ja. Ihr selber seid die allergrößten Nascher, habe ich verstanden. Ja, das ist ein großer Lagerschwund bei uns zu Hause. Ne? Also es geht ziemlich schnell weg. Und es gibt einige Verstecke von unterschiedlichen Familienmitgliedern, hat jeder so sein Backup irgendwo vergraben. So schön, so schön. Da drauf steht eben die drei Wege des Lebens, Reise nach innen. Erzähl, was hat es mit der Reise nach innen zu tun? Also die drei Wege des Lebens, das Buch, dieser Transformationsbuch, ist eigentlich das Ergebnis von meiner persönlichen Transformation. Ich habe 2015 die Entscheidung getroffen, mein Leben zu transformieren. Ich war damals absoluter Workaholic, habe 20 Kilo mehr gehabt wie jetzt. Also habe schwerste Lebensmittelallergien gehabt, wo es geheißen hat, die sind unheilbar. Ich war komplett abgelenkt, Beziehungskrisen, also das volle Programm und habe dann entschieden, mein Leben zu transformieren und da sind diese drei Wege des Lebens entstanden. Der erste Weg, die Reise nach innen, da geht es darum, den Blick wieder nach innen zu richten und aus innen heraus die eigene Lebensvision zu erarbeiten. Und das hat sehr viel mit Kindheitsträumen zu tun, einfach mit Wünschen, die schon lange in uns mitschwingen, denen wieder einen Raum zu geben. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich Schauspieler geworden bin, weil das schon immer ein Kindheitstraum war. Das heißt, da wieder genau hinzuschauen und diese Vision von innen heraus zu erarbeiten und dieser Vision Raum zu geben. Beim zweiten Weg, bei der Entfaltung nach außen, geht es darum, dass man, wenn man dann in seinem Element angekommen ist, wenn einem wieder klar ist, warum man eigentlich hier ist und was der Auftrag ist, dass man sich in diesem Begeisterungsfeld dann so richtig entfaltet. Das ist die Entfaltung nach außen. Und der dritte Weg ist dann Leben im Reichtum, wobei es für diesen Reichtum neun Dimensionen gibt, wie sie auch im Logo dargestellt sind. Reichtum heißt für mich im Leben die Entfaltung in allen neun Dimensionen harmonisch entfalten. Genau. Naschen gehört auch dazu. Genau. Genau. Das ist der Inhalt. Genau. Und das machst du mit Gruppen, mit einzelnen Personen.
Genauso. Du gehst diesen Weg zu sich selber. Also sind das denn so Reisen, die du auch anbietest, oder wie kann man sich das wirklich so vorstellen? Also basierend auf dem Buch und Erfahrungen auch von anderen Rollen von mir, gibt es die Transformation Days. Mhm. Das ist ein 4-Tage-Intensiv-Retreat. Das mache ich beim Rüdiger Dahlke im Heilungszentrum in Gamlitz in Österreich. Und in diesen 4 Tagen durchlebt man, es ist sehr intensiv, also im April war das letzte, durchlebt man diese 3 Wege des Lebens und setzt damit einen Grundstein für die eigene Transformation. Es ist ein richtiger Kick-Off-Starter, wenn man für sich selber mutig die Entscheidung trifft, das Leben jetzt wieder selber zu gestalten und zu erschaffen. Genau. Und ich glaube, die große Einladung von unserer heutigen Zeit ist ja wirklich das, dass wir vollkommen zu uns kommen, dass wir auch unseren Platz finden und aus dem halt dann wirklich eben uns entfalten, auch unsere Mitmenschen, Freunde finden, mit denen wir diesen Weg gehen können. Mhm. Weil je näher man an sich selber ist, desto mehr vertraut man schon mal sich selber und vertraut auch irgendeinen anderen, die sich dann auch wieder gefunden haben. Aber die Einladung richtet sich an uns alle. Wir können nicht anders mehr in der Welt, die jetzt auf uns zukommt, oder? Als ganz bei uns selber zu sein. Ich sage immer, die Menschen, je mehr Menschen sich entfalten, sich wieder für sich selber, für ihr eigenes Original entscheiden und das aus der Selbstliebe heraus, also die Mitte ist die Selbstliebe, je mehr Menschen sich hier entfalten, als Blüte des Reichtums, so heißt dieses Logo, die Blüte des Reichtums, desto mehr Licht und Frieden haben wir auf dem Planeten. Ist es wirklich die Selbstliebe oder ist es die Liebe eigentlich auch zum Größeren? Also weißt du, einfach die... Also ich beschreibe das im Buch, ich spreche immer von der universalen Kraft. Kann man auch universale Liebe nennen. Das heißt, sich zu verbinden während der Reise nach innen wieder mit dieser universalen Kraft. Das heißt, die universale Kraft gibt uns ja in jedem Moment unseres Lebens Impulse. Das sind Herzensimpulse. Das heißt, die Liebe, die da ist, gibt uns Herzensimpulse. Und diese Herzensimpulse sind unsere Wegleuchten zu unserer Siegerstraße oder auf unserer Siegerstraße. Nur die Menschen, die haben oder verlernen in ihrer Entwicklung oder in der Degenerierung, sage ich immer, während der Schulzeit, während den ganzen Programmierungen, die bei uns stattfinden, diese Wegleuchten überhaupt zu sehen, und zu erkennen und denen dann auch zu folgen. Und ich beschreibe das im Buch mit den Eskalationsstufen. Da gibt es 3 Eskalationsstufen. Die erste Eskalation, das sind Hinweistafeln. Das heißt, jede Begegnung im Leben, alles, was uns widerfährt, ist eine Hinweistafel. Genau, ist wichtig. Wenn wir die aber übersehen oder einfach vorbeirauschen in unserem Tunnelblick, dann kommt die zweite, also die Hinweistafeln, die sind noch freiwillig. Ne? Ich kann sie lesen oder auch nicht. Ne? Die zweite Eskalationsstufe, das sind schon Ruhephasen, also stille Phasen. Die sind schon verpflichtend. Das heißt, das Leben schickt uns in die Ruhe. Das heißt, es kann ein Unfall sein, eine Verletzung, eine Krankheit, der Verlust von einem Menschen, irgendwas, wo du wirklich so, oh, muss ich zurückziehen und sagst, okay, um was geht es wirklich im Leben? Was sind wirklich wichtige Dinge im Leben? Das heißt, die poppen wieder auf und dann ist wieder die Frage, änderst du jetzt was? Gehst du zurück zu deiner Siegerstraße oder nicht? Wenn du da wieder drüber gehst und genauso weiter tust wie vorher, kommt die dritte und letzte Eskalationsstufe und das ist die Krise. Und die Krise ist entscheidend. Also die Krise kann auch quasi das Ende dieses Lebens sein. Die Krise kann ein schwerer finanzieller Verlust sein. Das können wirklich schwere körperliche Einschränkungen sein. Weil das Leben, je weiter weg du von deiner eigentlichen Originalstraße bist, desto härter sind die Bandagen, die dir das Leben gibt, um dich wertschätzend, liebevoll wieder dorthin zu bringen. Mhm. Die Hinweistafeln sind noch klein, dann geht es weiter weg, dann kommst du in die Stille, dann kommst du noch weiter weg und irgendwann sagt das Leben, hey, jetzt gib mir mal richtig Power rein. Genau. Der checkt das noch nicht, ne? Genau. Also eigentlich ist es dann auch wieder die größte Chance. Genau, die größte Chance. Und das ist alles basierend auf Liebe. Das Leben liebt uns und schaut auf uns und gibt uns in jedem Moment diese Hinweistafeln und diese Geschenke. So schön. Ja. Und der Gottfried liebt Kinder, hat selber Kinder und er hat was ganz Tolles errichtet. Also wirklich, ich muss sagen, ich habe selten so einen Ort wahrgenommen und ich bringe den natürlich jetzt extrem mit dir in Verbindung. Ich finde dieses Kärnten einfach wirklich super idyllisch und ich bringe das jetzt mit dir in Verbindung, weil ich sehe dich so als diese ruhige Kraft und du leistest extrem viel. Also ich sehe, du bist ein ganz genialer Vater. Dann bist du ein super Geschäftsmann, du bist dieser Begleiter, du hast ganz tolle Ideen und jetzt gründet er gerade einen Kinderort
in einem Traum, in der Traumlokalität. Die ganze Traumlokalität ist da sich noch am Verändern, weil sie sich auch wieder von dir inspirieren lässt. Und jetzt möchtest du ein bisschen was erzählen über diesen Ort und was du da aufbaust mit den Kindern gerne. Ja, es geht um Kinder, die im Schulalter sind, aber für den häuslichen Unterricht angemeldet sind, weil die Eltern einfach sagen, wir gehen einen anderen Weg. So wie es bei uns war, wir haben da Projekte gesucht, wo wir gesagt haben, okay, gibt es irgendwo Gemeinschaften, Communities, wo wir uns anschließen können oder Projekte, und haben einfach nichts gefunden, was unseren Werten bespricht oder dem Großteil unserer Werte entspricht. Und somit haben wir spontan die Entscheidung getroffen, das selber zu machen. Ich habe dann so einen Bauwagen gekauft, so einen 8 Meter Bauwagen, den haben wir jetzt komplett saniert, mit ausgebaut. Mit Babytischchen und Babystühlchen. Ja, alles mit schönem Lärchenholz und verkleidet. Und das ist jetzt die Homebase für die Kinder. Das heißt, es wird wie im Waldkindergarten, wo sie vorgegangen sind, wird es ein Naturort, wo wir fast 90% der Zeit im Freien sind. Das heißt, Winter, wir bauen gerade Lagerfeuerstelle, genau, Winter, Sommer. Und die Kinder lernen in der Natur und von der Natur. Mhm. Und da machen wir tolle Projekte, wie zum Beispiel die Naturapotheke jetzt im ersten Jahr. Ja, das überzählt von der. Ja, die Naturapotheke, die Kinder bekommen eine Mappe geschenkt. Und dann wird alphabetisch alles, was so passieren kann, in Richtung Selbstheilung. Ihr könnt einen Husten haben, H wie Husten. Da steht dann, okay, du kannst da jetzt Kräuter aus dem Garten holen, eine Salbe holen und einen Tee machen. Oder du hast eine Verletzung, wie kannst du die selber heilen? Immer mit dem, was in der Natur vorhanden ist. Und am Ende vom Jahr hat jeder seine eigens gestaltete Naturapotheke mit sinnvollen Dingen. Und während diesen Projekten lernen sie lesen, schreiben und rechnen. Da haben wir unterschiedliche Dinge. Also wir fahren auch zu meinem TCM-Arzt zum Beispiel, der macht dann mir die Diagnose, Zungendiagnose, Pulsdiagnose und erklärt dann den Kindern, warum er jetzt auf welches Kraut kommt, warum er jetzt gewisse Interventionen setzt, wieder mit natürlichen Dingen, um den Körper zu unterstützen oder präventiv zu unterstützen. Und wir bauen Lebensmittel an, wir haben einen essbaren Garten zu Hause, Permakultur, wo wir mit den Kindern Lebensmittel anbauen. Du bist anbauen. Auch Landwirt? Ja, genau. Das auch noch. Ja, genau. Ein absoluter He-Man. Auch um den Kindern zu zeigen, wie kann ich mich selbst versorgen, wie kann ich mich selbst heilen. Wir werden was bauen mit ihnen, wie kann ich mir ein Dach über den Kopf schaffen, wie kann ich spirituell verbunden bleiben. Das heißt, wir starten in der Früh mit stille Meditation, mit Klangschale, mit den Kindern, mit Atemtraining. Das heißt, wir gehen auch Eisbaden. Die Kinder wollen jetzt mit mir auch Eisbaden. Die wollen mit mir Eisbaden gehen. Die Wim Hof. Genau. Und also lauter so Dinge, wo die Kinder natürliches Leben lernen. Also so, wie es hier bei der Living Earth macht. Also wir sind da zu 100% dabei. Ah ja, also eigentlich wird das ja dann in Zukunft so sein, weil wir Erwachsenen, wir wurden ja schon extrem zugedröhnt eigentlich und vollgespeist mit Informationen, die wir nicht wirklich brauchen. Und die Kinder kriegen jetzt von Anfang an diese richtige Information. Das heißt, wir Erwachsenen werden zu den Kindern gehen und sagen, ich habe Husten. Mhm. Was kann ich machen? Genau. Oh, das ist ja schon eine schöne Idee. Es ist teilweise jetzt schon so, dass die Kinder, wenn Dinge passieren, also ich lerne sehr viel von den Kindern. Also am liebsten lerne ich von der Natur und von den Kindern, weil die einfach nur diese ursprüngliche Begeisterung haben, diesen ursprünglichen Antrieb haben, die noch keine Grenzen wirklich kennen. Und das ist so super, weil sie sind viel kreativer, ne? Die sind viel schneller und immer eigentlich in der Lösung, wenn ihnen keiner reinpfuscht. Und das ist so wie in der Natur, ne? Also die Natur hat die Perfektion. In der Natur kannst du für alles eine Lösung finden, wenn du achtsam und bewusst lebst. Absolut. Fantastisch. Ich lieb's. Vielen Dank für die große Inspiration, die du bist. Ich denke, wir sind alle sehr inspiriert. Ich habe allen Lust, jetzt da eine Dattel von dir zu geben. Kannst du, können wir das kurz aufmachen? Ja, yes. Können wir da anbieten? Oh ja. Da sind sie, die Schätze. Schaut euch das mal an. So sehen die aus. Und die sind sowas von weich. Mmh. Mhm. Ja, dann, wie sagt man, gibt es das auch? Weißt du, man sagt doch in der Schweiz, sagt man auch Prost und Santé und weiß ich was. Sie sagt man, wenn man so auf eine Dattel anstößt miteinander. Ich bin meist schneller beim Essen. Mit vollem Munde spricht man nicht. Mit vollem Munde spricht man. Alles Liebe. Auf ganz bald und danke dir. Danke euch. Tschüss. Bye, bye.